Hallo, das folgende Video ist das erste aus einer Reihe von Kooperationen mit dem Retro-Podcast Stay Forever. Viel Spaß damit! Dark Souls, Hotline Miami, Ghouls and Ghosts oder am Ende doch Flappy Birds? Die Gaming-Welt hat sich bei der Suche nach dem schwersten Spiel aller Zeiten zumindest mal auf die Kandidaten geeinigt. Doch wir sagen, das ist alles falsch. Das härteste Game überhaupt nennt sich Wizardry 4 – Return of Wardner. Das ist das einzige uns bekannte Spiel, das eine ernst gemeinte Warnung auf der Box trägt mit den Worten Achtung, dieses Spiel ist echt hart. Ich bin Gunnar Lott. Dies ist Stay Forever. Wizardry, das ist eine der großen Computerrollenspielreihen der 80er und 90er. Einst ruhmreich, heute von vielen vergessen, lebt es vor allem in Form von Ablegern und einem MMORPG in Japan weiter. Dabei zählte der erste Teil 1981 zu den Pionieren der Computerrollenspiele und begründete das ganze Genre mit. Das Genre, dessen erster Vertreter sich noch sehr stark beim Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons, D&D, bedienten, das in den 70ern erschienen war. Die ersten drei Spiele der Wizardry-Reihe bildeten Anfang der 80er eine Trilogie, in der es vor allem um, aus heutiger Sicht ziemlich monotone, Dungeon Crawls ging. Teil 1 trug den schönen Titel Wizardry – Proving Grounds of the Mad Overlord. Teil 2 und 3 verstanden sich als Erweiterungen zum Erstling und waren in der Originalversion nur spielbar, wenn man Teil 1 abgeschlossen hatte und seine Gruppe importierte. Heute würde man sie als Add-ons oder Erweiterungen bezeichnen. Doch Hersteller Certec haute die Fortsetzungen damals einfach als Vollpreisspiele raus und hoffte darauf, dass sich dann eben noch mehr Käufer den Teil 1 holen würden. Es gab auch keinen technischen Fortschritt bei 2 und 3, das waren einfach neue Abenteuer. Die ersten drei Wizardries waren für sich genommen schon hart genug. Aber wir reden hier von den 80ern, da stellte ja fast jedes Spiel die Frustschwelle von Dark Souls in den Schatten. Es gab ja auch kein Internet mit Lösungen drin. Und Wizardry hatte so eine Art Permadeath. Wenn ein Charakter der sechsköpfigen Gruppe auf Level 4 im Dungeon in eine Grube fiel und daran starb, dann musste man die Leiche eben nach oben schleppen und im Tempel gegen Geld wiederbeleben. Hatte man nicht genug Geld? Pech. Hatte man genug Geld, dann konnte die Wiederbelebung trotzdem scheitern. Der Charakter war dann halt eben lost forever, wie das Spiel lakonisch feststellte. Wizardry 4 – Return of Wardner war hingegen selbst für seine Zeit so bockschwer, dass Certec sich genötigt fühlte, die Spielerinnen und Spieler auf der Packung zu warnen. For expert players only. Experience with proving grounds required. Nur für Expertenspieler. Erfahrung mit Teil 1 wird benötigt. Auf der Packungsrückseite ging es weiter mit einem Kasten, der sich so übersetzen lässt. Dieses Szenario ist ausschließlich für erfahrene Wizardry-Spieler gedacht. Anfänger werden sehr schnell völlig frustriert sein. Dieses Spiel ist sehr schwierig. In der Box lag dann noch ein Hinweiszettel, der den Spielenden klar machen sollte, dass das nun wirklich alles kein Witz war mit dem Schwierigkeitsgrad und dass dringend empfohlen wurde, den ersten Teil zu spielen. Oder wenigstens solle man sich das Handbuch von damals besorgen, das extrem hilfreich sei, um im Spiel zu bestehen. Wizardry 1-Verweigerer konnten sich das Handbuch für den Schnäppchenpreis von $12,95 bei Certec nachbestellen. Und es war keine leere Drohung. Ohne das Handbuch kam man hier nicht weit. Mehr dazu gleich. In späteren Auflagen lag dann immerhin ein Guide bei. Aber was ist Wizardry 4 nun für ein Spiel und was macht es so hart? Return of Wardner stammt nicht von den Designern der Vorgängerspiele. Stattdessen rekrutierte Certec Roe R. Adams III., einen damals szenebekannten, gut vernetzten Spielejournalisten, der sich einen Ruf erworben hatte, besonders knifflige Spiele zu knacken. Der wiederum macht es sich nun zur Aufgabe, das herausforderndste Rollenspiel überhaupt zu erschaffen. Unter die Arme griffen ihm Szene-Koryphäen wie die damals bekannte Spielekritikerin Scorpia. Es war sozusagen ein Spiel von Spieleredakteuren. Was Adams erdachte, stellte von Anfang an Genre-Konventionen auf den Kopf. Wir spielen keine Heldengruppe, sondern Wardner, den bösen Magier und Endboss aus Teil 1, der seiner magischen Gruft entsteigt, um sich zu rächen. Er kämpft sich durch den Dungeon nach oben durch und muss dabei gegen Abenteurergruppen antreten, die ihn aufhalten wollen. Eine wirklich nette Idee, vor allem da die Fangemeinde eigene, selbst hochgelevelte Charaktere einschicken konnte, die dann als Gegner im Spiel auftauchten. Rollenspielstandards wie Erfahrungspunkte existieren nicht, Wardner steigt nur an vorgegebenen Punkten im Level auf, ganz egal wie viele der knackigen Kämpfe er gewinnt.
Rittner konnte sich noch nicht mal auf eine Automap verlassen. Damals saßen die Spielerinnen und Spieler mit Stift und Papier vorm Computer und zeichneten den Dungeonplan Kästchen für Kästchen auf Basis der eher rudimentären Grafik mit. Dieses Mitzeichnen erschwerte Wizardry 4 noch weiter, indem es drei Ebenen zu einer Art 3D-Labyrinth mit Rampen verband. Das war sicher eine coole Idee damals, aber das hat Kartografen in den Wahnsinn getrieben. Richtig spaßig wurde es erst durch einen damals verbreiteten Trick. Die Dungeons enthielten sogenannte Spinner. Das sind quasi magische Wirbelstürmchen, die den armen Wordner in eine zufällige Richtung drehen und ihm so die Orientierung weiter erschweren. Wizardry 4 hatte davon jede Menge, ging aber noch einen Schritt weiter und enthielt winzige Räume mit nur einer Tür, die sich beim Betreten ebenfalls drehten. Und das zufällig, ja, mal mit, mal gegen den Uhrzeigersinn. Es gab einen ganzen Level, der nur aus solchen Spinnern und Drehräumen bestand, voller Sackgassen und Räumen ohne Tür, aus denen sich Wirtner nur per Teleportzauber rausbewegen konnte. Damit Wirtner aber überhaupt zaubern konnte, mussten wir Spieler, wie schon in den Vorgängern, den Namen des richtigen Zauberspruchs an der richtigen Stelle eintippen. Welche Namen das waren, war aus dem Spiel nicht so zu erfahren, jedenfalls nicht mit einer Erklärung. Die standen alle im Handbuch, und zwar im bereits erwähnten Handbuch zu Wizardry 1, nicht etwa im Handbuch zu Teil 4. Um die Kunden darauf hinzuweisen, dass sie doch bitte endlich mal Teil 1 nachholen oder wenigstens das Handbuch bestellen sollten, lag der Packung ein versiegelter Umschlag bei, den man beim Hängenbleiben öffnen sollte. Also halt wahrscheinlich in den ersten paar Minuten, wenn man nämlich aus dem ersten Raum nicht rauskam. Der Umschlag enthielt den Hinweis, dass für das erste Rätsel des Spiels der Lichtzauber Milva benötigt wurde. Interessanterweise kann Wirtner den aber gar nicht. Das ist ein Priest-Spell und Wirtner ist Mage. Des Rätsels Lösung: Auf dem Monster Herbeirufenfeld in der Nähe muss er eine Gruppe Priester in seine Party befehlen, mit denen in den Kampf ziehen und hoffen, dass einer von denen zufällig Milva zaubert im Kampf. Dann wird es hell und dann sieht man die nahe Geheimtür. Boah, ey. Aber nicht alle Rätsel bauten auf Meta-Wissen aus anderen Spielen auf. Manche waren auch einfach normal unfair. Um einen bestimmten Boss zu besiegen, musste Wirtner zum Beispiel ein spezielles Monster für seine Gruppe rekrutiert haben. Den ansonsten völlig nutzlosen Dink. Mit 3 Lebenspunkten. Ohne Dink war der Kampf nicht zu gewinnen. Und dafür gab es auch einen Hinweis. Hatte Wirtner Level 1 bis 4 abgegrast? Also umgekehrt, ne? 4 bis 1, er kommt ja von unten. Und dadurch jetzt mühsam handgezeichnete Karten der Gänge und Kammern, konnte er jeweils die Buchstaben D, I, N und K in den Karten erkennen. Also nicht nebeneinander oder so, jeden Buchstaben einzeln in einem Level, immerhin in der richtigen Reihenfolge. Aber ohne viel Kontext, ja? Könnte auch Kind heißen oder irgendwas in der Art, ja? Theoretisch. Immerhin gab es darauf noch den kryptischen Hinweis, die Antwort ist in Stein geschrieben. Zu diesen Rätseln kam noch eine Art Survival-Horror-Aspekt. Ein Geist verfolgte Wirtner durch jeden der Level. Er begann an einem zufälligen Ort und bewegte sich langsam auf die Gruppe zu, auch durch Wände hindurch. Bei Kontakt war das Spiel sofort vorbei. Immerhin gab es Warnmeldungen und die Chance zur Flucht. Alternativ wurde der Geist bei jedem Speichern zurückgesetzt und man konnte damals ja immerhin jederzeit frei speichern. Das Speichern ließ allerdings alle getöteten Gegner im Level respawnen, sodass man sich das auch ziemlich gut überlegt hat. Ja? Heute ist Wizardry 4 dank Kartentools und Wikis mit allen Sprüchen natürlich keine so massive Herausforderung mehr wie in den 80ern. Aber immer noch ein extrem forderndes Spiel. Und es hat noch eine kleine Besonderheit, es hat mehrere Enden. Bei jedem Ende wurde ein spezieller Code eingeblendet, den man in ein der Packung beiliegendes Formular eintragen und an Certec schicken sollte. Mit der Aussicht auf ein Zertifikat und auf besondere Angebote für erfolgreiche Durchgänge. Das geheime Grandmaster-Ende war nur freizuschalten, wenn Wirtner einen versteckten 11. Level fand und abschloss. Wenn er dieses Ende erreichte, dann präsentierte sich ihm zusätzlich zum Codewort noch ein Endscreen mit einer Telefonnummer und der Aufforderung, beim Hersteller anzurufen. Die Nummer war 315-393-6633. Man durfte sie natürlich niemals irgendjemandem anderen verraten. Ups! Wir haben nicht rausgefunden, was die speziellen Angebote genau waren und ob sie vielleicht heute in einem vergessenen Lager vor sich hingammeln. Genauso wenig ist uns jemals jemand begegnet, der unter dieser Nummer angerufen hätte und uns berichten könnte, was da eigentlich los war. Wenn ihr jemanden kennt oder ihr eine Theorie habt, erzählt uns gern davon in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuhören und unterstützt uns gerne auf Patreon. Und wenn ihr mehr über uns wissen wollt, besucht uns auf www.stayforever.de.
Mehr Geschichten zu alten Spielen gibt es bei uns auf unseren diversen Kanälen und mehr Geschichten zu Rollenspielen, vor allen Dingen auch zu solchen, die man am Tisch spielt, gibt es bei unseren Freunden von Augenspalter TV.